liebe Leute, herzlich willkommen wieder zu Super Street The Game. Wir machen heute weiter mit unserer Karriere. Und ich gucke gerade mal, ob wir noch unsere Autosammlung ein bisschen erhöhen können. Habe ich ja gesagt, dass ich das nochmal machen werde, dass ich da nochmal einen zweiten Dings holen werde. Und wir gucken mal, ob wir noch einen Shop, gekauft bekommen. Ich würde mir gerne noch ein zweites Auto kaufen, wenn das möglich wäre, irgendwie. Ja, bitte. Weil ich will mir ja gerne noch so einen Flitzer holen oder sowas. Einfach, dass wir mal ein bisschen Abwechslung reinbekommen. Und dann geht's sofort weiter mit der Karriere. Den hätte ich gerne. Guck mal gerade, ob wir noch was finden. Nochmal den gleichen will ich nicht fahren. Okay, scheinbar geht das nicht. Den habe ich ja hier. Okay, ich hätte mir gedacht, wir kriegen noch neue Fahrzeuge, aber scheinbar. Nicht. Gut, dann werden wir uns mit dem hier anfreunden müssen. Oder werden wir uns mit dem Auto anfreunden. Aber ich werde erstmal mit dem Auto hier weiterfahren. Achso, ich könnte den ja verkaufen für 1000. Ah, okay, ich könnte das Auto tatsächlich verkaufen, den anderen umbauen oder in den anderen Wagen umbauen. Aber wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir neue Felgen draufpacken könnten. 3 Reifen. Nein, wir brauchen neue Felgen. Ich finde die nämlich jetzt mittlerweile auch hässlich. Vielleicht haben wir dann 4600. Ja, wir nehmen die hier. Die finde ich gut. So. Gut, dann machen wir weiter mit unserer Karriere auf jeden Fall und dem nächsten Event. Schade, dass wir die hier nicht weitermachen können. Elite-Tuner haben wir. Uns fehlt noch ein bisschen was. Haben wir die ja schon fertig gemacht? Können wir denn dafür die Elite-Tuner empfehlen uns ja nicht noch? Genau, wir müssen noch ein Rennen fahren, um all die 55 Erfahrungspunkte zusammen zu bekommen. Genau, das war der Plan an der Sache. Dann fahren wir noch mal das hier. Wenn die Leute die fragen, warum es mit dem Bus-Simulator momentan nicht weitergeht, sind einfach die Lust momentan wirklich. Den hat er auch schon erlebt. So, leider fehlt uns halt die Zeit, aber ich glaube, die haben trotzdem. Haben wir noch Erfahrungspunkte bekommen für? Nee, ne? Gar keine. Scheiße. Nee. Wir müssen tatsächlich nochmal drin fahren, was war. Ich
Ja, uns fehlt also genau diese Klemmchen. Kriege ich die nochmal Wiederholungsprämie bekommen? Versuchen Sie mal, das Ding zu fahren. Ich will halt, wie gesagt, dieser 55 Erfahrungspunkte, damit wir möglich weitermachen können heute mit den nächsten Aufgaben. So. Ein bisschen Illumination. Ich hoffe, dass wir trotzdem die Punkte bekommen. Wie gesagt, immer der letzte scheidet dann aus. Auf die Türen. Da vorhin vor 10 Sekunden, das sollten wir eigentlich ohne Probleme packen. So, wenige Sekunden ist das Ding hier durch. Das haben wir doch sehr souverän gepackt. Erfahrungspunkte dafür? Nee, ne? Gar nicht, oder? Scheiße. Nee, ich krieg keine Erfahrungspunkte. Das ist das Problem. Also müssen wir tatsächlich doch Rennen fahren, die wir noch nicht gepackt haben bisher. Wir verdienen nur Geld. Machen wir das hier. Tausend. Wir haben sogar. Ja, wir sollten 10 Punkte holen. Ja, direkt im ersten Versuch geschafft sogar, tatsächlich. Und damit haben wir das Ding auf Gold. Und damit haben wir auch die 150 Erfahrungspunkte, die wir brauchen, oder die paar Punkte Erfahrungspunkte, damit wir weiterkommen können. Super. Sehr schön. Damit haben wir auch auf jeden Fall das nächste Event. Das ist dann. Wir haben nicht mehr so viel, ne? Na doch, geht. Wir haben bisher immer noch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mit dem hier noch 8 Events. Also sind wir nicht mehr so weit. Wir haben noch 2 Wochen, dann nehmen wir das Ding durch und dann gucken wir mal, was wir dann als nächstes machen müssen. Oder machen wollen. Damit wir diese Lücke gefüllt bekommen. Gut. Dann machen wir jetzt weiter mit Kings of JDM.
Ja, würde ich sagen. Und zwar Overheating. Das ist das erste Rennen, das wir heute fahren müssen. Wenn wir die durchkriegen, bin ich mal guter Dinge, dass wir da auch schon mal noch durch sind. Dass wir mit der Folge relativ gut durchkommen. So. Absolviere alle Runden. Das ist nochmal das Rundkursrennen. Ganz simpel. Eigentlich mehr nicht. Da, die Führung. Aber wir haben ein bisschen Verkehr. Aber ich glaube, dass der gerade da in den Wagen reingeknallt ist, der da vorne kam. Die Luft haben wir jetzt. Nur drei Stück an der Backe kleben und wir haben jetzt die erste Runde durch. Vorsprung ist aber knapp jetzt, ich war eine Sekunde. Jo, erster. Nächste. Das Devils. Also scheinen wohl fast nur Rundkursrennen zu sein. Also die ersten drei auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie viele. Wir haben sechs Runden oder so. Vielleicht wahrscheinlich wieder. Gucken wir mal. Was ein Gemetzel hier gerade. Uns hat es auch schon direkt getroffen. Wir sind gerade nur auf P4. Das ist nur dieser kleine 8, okay. So, jetzt führen wir wieder. Ich bin den falsch rum gefahren in die Runde. Trotzdem gewonnen. Gott sei Dank. Kohle gibt's auf jeden Fall mal genug. Level up.
Und Jane kommt zu uns. Das ist die gute. So, Karriere, weiter geht's mit dem nächsten. Ah, ich hasse es, wenn er das komplett alles zurücksetzt, ey. Hier sind wir. Nächste Rennen, warte, warte. Der wollte uns auch, aber das hat er jetzt mal bereut. Ich muss wieder ein bisschen reinkommen. Übrigens, warum jetzt wenn sich manche sagen, oh, ey, du rammst ja nur. Ja, und das ist auch das Ziel gespitzt. So, der ist weg. Das war klar. Ich sag ja, es gibt ja die Rohrungsche von den Kontakt von der Konkurrenz. Du gehst erstmal weg, Kollege. Fünf Runden haben wir zusammen. Wir sind jetzt hier ganz kurz zu rennen nur. Gewonnen. Yes! Dritter Rennen. Ja, jetzt wird das vierte, wenn das erste damit zählt. Nächste Rennen. Da haben wir nur noch. Ah, drei haben wir noch. Okay. New Shipments. Ich hoffe zumindest, dass wir danach mal. Na, wir kriegen einen Sponsorwagen. Okay, den hat's auf jeden Fall ziemlich böse zerlegt, den Kollegen hier. Aber Kontrollpunkt erreicht. Cool. So, dann haben wir noch eine Minute für die 8 Kontrollpunkte, jetzt können wir hin. So schwer sind die nicht. Drei haben wir noch. Zwei. Und jetzt haben wir das Ziel danach noch. Und in der Luft holen wir uns den Sieg. Und weiter. So,
haben auch geschafft. Dann fehlt nur noch Shades und Hard to Tolerance und Shades ist das nächste Rennen. Gebt euch da mal hinten, ich fahr mal vorne weg. Ich fahr mir, hol mir das Ding hier. Zwei Runden. Runde 2. Sehe kein Langzeitprojekt hier. Also mal gucken, wie gesagt, was wir danach machen noch. Ich weiß es nicht. Siehst du nicht, das Speed wird sowieso eine Weile brauchen? Hey, wir sind ja schon durch. Sehr geil. Puh, und durch. Und weiter geht die Reise. Und the last one. Heat Tolerance. Ein Zeitfahren. Ich hoffe mal, dass wir das wie eben auch hinbekommen. Wieder ein gesponsertes Auto. Ein paar Checkpoints anfahren. Aber mal gucken. Wir werden sehen. Ne, wir müssen mit dem eigenen Auto fahren. Also einfach alle Kontrollpunkte. Insgesamt 19. 2 Minuten Zeit. Oder 1,58. Leider kein Boss Race. Schade eigentlich. Also, knapp die Hälfte haben wir. Fünf haben wir noch. Wir haben noch 40 Sekunden. Schön das Vitro rausballern. Mit 290 geht es natürlich Ziel. 1,32, 0 und damit sind wir durch. Als 48 im Rahmen müssen wir waren über 26, fast 26 Sekunden schneller als so Zielvorgabe. Speed Suspects. Wahrscheinlich kann es. Okay, neues Event verfügbar. Das ist sehr gut.
Das ist eine wichtige Information, weil dann können wir nämlich in der nächsten Folge morgen um 14 Uhr dann weitermachen mit dem nächsten Event. Das heißt dann wirklich, ja, wirklich dann auch Seed Suspects. Ja, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid wieder und bis morgen. Tschüss.